Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen Sonntagmittag. So ganz spontan. Ich suche gerade mein Stativ, damit ich hier nicht so rumwackle, aber das ist jetzt zu spät. Jetzt muss es ohne Stativ gehen. Will auch gar nicht so lange hier sprechen, sondern einfach mal nochmal was mit dir teilen, weil ich gerade auch so in Gedanken bei dir war. Warum? Ich bin heute hier so ein bisschen am Räumen, Loslassen, Aufräumen, Loslassen. So ein paar Dinge dürfen da mal noch entsorgt werden. Ein bisschen Ballast noch mal weg. Hallo, liebe Manuela. Und ich habe gerade einen Post gelesen von einem jungen, stolzen Papa, dessen Tochter vor ein paar Tagen auf die Welt kam. Und als ich das Bild so von ihr gesehen habe, da sind mir doch so ein paar Tränchen über die Wangen geflossen, weil er das so schön geschrieben hat. Und ich bin da einfach so dran erinnert worden, auch als unsere beiden Kinder, die ja inzwischen 19 und 21 sind. Unser Sohn wird nächste Woche 21. Ja, habe mich da so zurückerinnert. Da wird man ja schon mal so ein bisschen melancholisch. Genau. Und ja, das sind natürlich so vor dem geistigen Auge auch die Bilder von unseren Kindern, als sie auf die Welt gekommen sind. So die ersten Fotos, die wir gemacht haben, waren nochmal so vor dem geistigen Auge abgelaufen. Und vielleicht hast du ja auch eigene Kinder oder kannst dich daran erinnern, wie das bei dir war. Oder vielleicht hast du im Umfeld Menschen, die kleine Kinder haben und wenn wir uns die anschauen, mit welch großen Augen die in die Welt blicken, die sind einfach da, so ganz neugierig. Manchmal auch so ein bisschen mit einem schelmischen Blick. Was kann ich hier alles entdecken? Wo bin ich hier gelandet? Was gibt es hier alles zu entdecken? Und solche Dinge. Und das ist das, was mich dann oft so berührt oder warum ich jetzt auch gerade an dich gedacht habe und hier jetzt so spontan live gehe, weil wir ja alle mit diesen neugierigen Blicken mal auf die Welt gekommen sind und hier Großes erschaffen wollten. Und das ist das, was ich auch hier als Überschrift gemeint habe, dass ich manchmal nicht weiter weiß, wie ich dich noch wachrütteln kann und darf und sollte oder Format C auf der Festplatte machen kann und darf, wobei ich das nicht darf. Du kannst ja nur selbst Format C machen im Kopf, um es in der Computersprache zu sprechen, wobei es auch nicht darum geht, Format C zu machen, um da alles zu löschen, sondern hey, wenn ich zurückblicke auf meine Zeit, wie viele Tiefs habe ich da auch schon durchlaufen, wo ich dachte, oh, ich komme jetzt hier da auch nicht mehr raus, oder dachte, Mensch, habe andere hier beobachtet, die ihren Weg gegangen sind. Auch noch zu Zeiten, wo ich noch zweigleisig auch gefahren bin, die mentalen Gesundheitspraxis als physische Räumlichkeiten hatte und dann im Büro gehockt hatte, Zeit hatte, im Internet meine Zeit verbracht habe und andere beobachtet hatte und so. Neidisch ist der falsche Ausdruck. Bewundernd ist so der bessere Ausdruck, gedacht habe, wow, wie gut die es haben. Die können sich da ihr Leben so erschaffen, wie sie es wollen. Die sind auf der Welt unterwegs, schauen sich diese Welt an. Die reisen auch mit Kindern. Die sind glücklich und zufrieden und machen wirklich so ihr Ding, was ihrem Herzen entspricht. Die machen auch beruflich das, was wirklich ihrem Herzen entspricht. Und nicht nur das, sondern die verdienen auch richtig gutes Geld damit. Und ja, also da habe ich mich auch so an diese Zeiten zurückerinnert, wo ich dann manchmal wirklich da gedacht hatte, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder. Ja, was einem da einfach immer so alles durch den Kopf geht. Bei dir werden ähnliche Dinge durch den Kopf gehen. Vielleicht gehörst du jetzt auch sehr zu denjenigen, die schon eine Meile mich beobachten, sei es hier in der Gruppe oder sei es du, dass du in meinem Newsletter bist oder
Sei es, dass du schon Kongresse von mir gesehen hast. Ich habe ja auch mal 4 Kongresse inzwischen gemacht. 2015, 16 war das wohl. Und solche Dinge. Und da frage ich mich, und das habe ich mich eben auch gefragt, was kann ich noch tun, um dich wachzurütteln, dass das alles wirklich auch für dich möglich ist. Egal, ganz, ganz, ganz egal, in welcher Situation du gerade steckst, ob es dir beruflich nicht so gut geht, ob es dir gesundheitlich nicht wirklich gut geht oder ob es dir privat nicht wirklich gut geht. Das sind ja alles immer Dinge, die zusammenhängen. Das sind oftmals ja auch so die Streitereien in der Partnerschaft, weil jeder so unzufrieden mit sich selbst ist. Oder man ist unzufrieden mit dem Job und lässt das dann am Partner aus. Oder man ist mit beiden Dingen beruflich und privat irgendwie unzufrieden und dann reagiert der Körper schon mit Disharmonien und Krankheitssymptomen. Kenne ich ja alles nur zu gut von mir. Und schau mal, und da weiß ich wirklich manchmal nicht mehr, welche Worte ich noch wählen soll, dass ich dich im Herzen mal wirklich erreiche, in deiner Seele oder im Kopf erreiche, wie auch immer, um dir einfach zu sagen, hallo liebe Tanja, dass auch für dich wirklich, wirklich alles, alles möglich ist. Auch du, ganz gleich, wo du jetzt gerade stehst, kannst dir das Leben erschaffen, nach deinem eigenen Standard, nach deinen eigenen Vorstellungen, so wie es wirklich dir entspricht. Auch du kannst jetzt dein Potenzial beginnen zu entfalten, zu entdecken, zu verwirklichen im Sinne von ich wirke, im Sinne von Selbstverwirklichung. Du kannst dein ganzes Denken auf ein anderes Level bringen, damit du einfach ja auch im Außen die Realität erschaffst, weil mit unserem Denken, mit unserem Mindset fängt einfach alles an. Du kannst darüber staunen, wie plötzlich auch die ganze, plötzlich in Anführungsstrichen, es geht natürlich nicht ganz auf Fingerschnipp von heute auf morgen, es braucht schon ein bisschen Weg, es braucht auch ein bisschen die Entwicklung dazu und es braucht natürlich auch den Leitfaden, die Begleitung, weil alleine weiß man ja da nicht, wie, wohin, also ich brauchte ja auch Hilfe. Und um mich weiterzuentwickeln, habe ich ja auch bis heute noch Hilfe an meiner Seite. Aber wenn du zumindest mal so aus dieser gelebt werden Falle rauskommen willst, glaub mir, es ist alles auch für dich möglich. Ganz gleich, wo du jetzt gerade stehst, es fängt alles damit an, dass du dir mal wirklich bewusst wirst, wir alle kommen aus der gleichen Ecke. Wir alle sind auf dem gleichen Weg hier auf die Welt gekommen. Wir alle haben mal mit großen Augen hier in die Welt geblickt und hatten so einen unsichtbaren Rucksack dabei, der sich da Seelenplan oder Lebensplan nennt und wollten den hier verwirklichen, wollten die Welt entdecken, wollten großartige Dinge entstehen lassen. Und alles, was dich jetzt etwas anderes glauben lässt, das geht nicht, weil das funktioniert nicht bei mir oder ich muss erst noch gesund werden, ich muss erst noch das machen, die Kinder müssen erst groß werden oder keine Ahnung. Das sind alles Geschichten, die du dir erzählst. Hinterfrag das mal, ist das wirklich wahr? Sind das wirklich deine Geschichten oder hast du die übernommen? Die meisten Geschichten, die wir uns erzählen, das sind nicht unsere eigenen Geschichten, das sind die Geschichten, die wir von Mainstream, von außen übernommen haben. Elternhaus, Familie, Umgebung, Freundeskreis, Umfeld. Und wenn wir dann mal anfangen, anders zu denken, dann kommt oftmals so der nächste Gedanke, ja, so einfach kann es ja nicht sein. Wenn es ja so einfach wäre, dann würden das ja alle machen. Ich kenne das alles. Schau mal, du bist doch der Meister deines Lebens. Und du kannst alles, alles wandeln. Egal, wo du gerade stehst, all die Dinge, die du nicht mehr in deinem Leben haben willst, das kannst du alles verändern. Und zwar genau so, wie du es wirklich aus ganzem Herzen möchtest. Es geht. Es geht. Nicht von heute auf morgen, nicht von einer Sekunde auf die nächste. Aber du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, zu gehen, dich auf den Weg zu machen, dir die Hilfe zu holen, den Leitfaden zu holen, das Navigationssystem. Dann kannst du dich auf die Zielgerade begeben.
dann kannst du nach ein paar Monaten schon zurückblicken und denken, wow, was habe ich schon für tolle Schritte gemacht. Und dann wirst du dich wundern, wo du dann schon stehst und zurückblickst und dann denkst du, wie ich im Übrigen auch, hätte ich alles schon früher haben können. Aber okay, bei mir hat es ja, je nachdem, welcher Jahrgang du bist, vielleicht noch ein bisschen länger gedauert, aber ich wollte mir einfach immer sagen, es hat einige Jahre gedauert, aber ich habe noch die Kurve gekriegt. Und das ist wirklich das, was ich mir für dich aus ganzem Herzen auch wünsche. Dass du dich wirklich mal auf den Weg begibst und mach dir doch bitte, bitte bewusst, wir kommen aus der gleichen Ecke und wir wollen hier alle Großartiges erschaffen. Und deshalb ist auch für jeden von uns, was für mich möglich ist, für andere möglich ist, das ist auch alles, alles für dich möglich. Nur niemand von uns, weder ich noch jemand anderes, kann für dich machen. Das kannst du nur selbst. Nur du selbst kannst und darfst auch eine Entscheidung treffen, dich auf deinen Herzensweg zu begeben und dich da führen zu lassen, dir die Hilfe zu holen, dir die Schritte zu holen, wie du da hinkommst. Glaub mir, ganz großartige Dinge sind da in dir, die sich zeigen wollen, die ans Tageslicht wollen, die entdeckt werden wollen. Okay? Meine Ermutigung, Sonntagmittag für dich. Ciao.